Da. Der Eber ist geöffnet. Und den werden wir jetzt jagen tun. Das sieht aus, als ob hier einer Stolperdraht gespannt hat. Aber not with me. Oh. Oh, ich mache jetzt hier auch Patrouille. Schnell zum Eberkopf. Der ist gar nicht hier. Der ist ja auf der anderen Seite. Ganz ruhig, James. Wir kriegen das hin. Und da von den Wänden, habe ich gesagt. Jetzt reicht's aber. Und weg hier. Oh. Und er geht nur einen Schluck Kaffee trinken, bevor es losgeht. Ich hab nicht gedacht, dass ich das Gewichtsrätsel da so schnell. Rätsel ist ja was anderes, ne? Ist ja mehr so Versuchen und Scheitern. Aha. Die machen sich bereit, mich zu überraschen. Nicht rumgekotzt, Freunde. Oh, jetzt kann ich da nicht nachlangen. So. Da habt ihr beide kuschelige Ecke. Jetzt verbinden die Beete sich. Oh, hatten wir schon lange nicht mehr. Der alte Mann ist immer vorbereitet. Oder ein alter Mann. Gilt das für jeden alten Mann? Hier hast du bestimmt noch irgendwas zu sammeln. Da, guck mal. Okay. Okay. Oh, James, komm! Mit Druck, Junge. Mit Druck. Ah, okay, verstanden. Die Geräusche, ich mag's. Ich. Nach wie vor geil gemacht. Auf der anderen Seite. Geht das nicht, oder was? Das wäre ja eigenartig. Die Wachen halten uns für Lebra-Kranke. Keine Ahnung warum. Aber sie bleiben weg. Gut so. Also das war eigenartig gerade. Verstehe ich nicht.
Wer möchte mit dem Jagdgewehr was abbekommen? Niemand, okay. Hätte ich auch Angst vor. Red-Kakerlaken. Schwester zu tun. Das ist ja jetzt hier schon ein bisschen mehr Verwaltungsbereich, ne? Auch nicht mehr Toiletten. Da verstecken sich die Mannequins immer drin. Und Gesundheitstränke. Das ist auch so ein ungeschriebenes Gesetz, ne? Ma'am? Brauchen Sie Hilfe? Aber es ist wirklich auf der Dammtoilette. Aber gut, ja. So, wir haben jetzt noch einen Pausenraum und die Krankenstation vor uns. Die Herrentoilette. Und eventuellen Aufgang nach oben. Oder beziehungsweise nach unten. Hier wird gespeichert. Keine Objekte. Was ist hier los? Oh, Z3. Er hat sich eingeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Keiner der Oberwärter hat einen Ersatz. Aber ich weiß, es gibt einen. Er ist wegen der Krankheit völlig durchgedreht. Mal sehen, ob die Oberschwester einen hat. Er denkt, dass er da oben sicher ist. Er wird bekommen, was er verdient. Ist hier noch so los? Ernte, was du gesät hast. Ich hätte es noch nicht aufgenommen. Maul. Schade, weil die hätte ich noch so gut in die andere Richtung laufen können. So schon gesehen. Naja. Solange die Schüsse sitzen. Bezüglich des Berichts über die medizinische Notfalluntersuchung. Achso. Die Schlussfolgerungen, die im Bericht präsentiert werden, sind falsch. Die Gefangenen sind krank. Die Untersuchungen sind so lange zu wiederholen, bis ihr Zustand diagnostiziert ist. Bei Bedarf sind invasierte Methoden anzuwenden. Wir müssen die wahre Natur dieses Leidens verstehen. Alles andere ist zweitrangig. Hier sind sie also auch wieder ein bisschen weitergegangen. Die Oberschwester.
will. Ich drücke ständig immer Steuerung zum Ducken. Nee, Geiz. Mir ist so klar. Ja, ist das ein Scheißrick. Komm hier, nimm. So ein Scheiß. Nur weil die eine wieder aufgestanden ist, die wir eigentlich von hinten erwischt haben. Und dann auch mitgespielt hat. Richtig gemeint von euch, Girls. Neue Verhaltensregelung. Gültig ab sofort. Die Wachen müssen jederzeit Abstand zu den Gefangenen halten. Jeder Versuch der Gefangenen, sich den Wachen zu nähern, wird mit sofortigen disziplinarischen Maßnahmen geahndet. Die Gefangenen werden bis auf Weiteres in ihre Zellen festgehalten. Okay, also sollte das nicht normal sein? So? Wird war hier Feuer los? Kuscheln. Sitzkreise. Was ist denn eigentlich die Oberschwester? Die hat hier nicht gedroppt für uns. War da bestimmt die Schwester in Schwarz, oder nicht? Ach ne, die Oberschwester hat ihn hier mal so hingepackt für uns. Das ist genau der, den wir brauchen. Ausgezeichnet. Wiederholung des Untersuchungsberichts. Schlussfolgerung. Keiner der untersuchten Gefangenen zeigt klinische Anzeichen oder Symptome einer lebensbedrohlichen, ansteckenden oder sonstigen Krankheit. Die empfohlenen Belastungstests wurden ebenfalls durchgeführt. Die Ergebnisse wurden gemäß den Vorgaben des Aufsehers direkt an ihn weitergeleitet. Oh, warte mal. Ah, ich noch drehen können. Den Zettel. Hätte man vielleicht auch komplett vermeiden können, ne? Nee, doch nicht. Naja, ihr wisst schon. Wir müssen hier auch aufräumen. Das wäre man jetzt einfach hier irgendwie ein bisschen durchgeschlüpft, ungesehen. Aber ohne Taschenlampe ist dann doch ziemlich doll duster. Und das dann wieder doof für euch. So, was mache ich hier eigentlich? Pausenraum. Konnte man ja durchqueren. Wir haben jetzt Objekte. Die Dumps. Okay. Einfach nur oben. Aber er kann es nicht auslösen. Die Mannequins lösen das Radio nicht aus. Deswegen kommt es auch direkt mal wieder.
Scheint auch jedem mal anders zu sein. So, hier waren wir, ne? Hier haben wir die Beine hingelegt. Aber warum sind wir jetzt hier? Haben wir hier einfach diesen Shortcut? Ah, guck mal. It's getting higher. Büro des Wardens. Jetzt als Synchronsprecher so. Ja, kannst du dann noch immer so ein bisschen mürrisch im Mikro stöhnen? Das lassen wir dann jedes Mal abspielen, wenn der Spieler versucht, eine Tür aufzumachen, die aber nicht funktioniert. War das ein Käfer? Was war das? Alter! Wie auch immer ich das hier mache. Oi. Dann gehen wir gleich ran. Erstmal sichern hier die Anlage. Okay, sieht gut aus. Oh, das ist hier schon wieder so ein Aufheberätsel. Oh, 4 Schuss Schrotflinte. Alter, warte mal. Nee, war nur ein Schatten. Okay. Oh nein. Krank. Okay. Ich kann hier aber was machen. Also Six steht ja schon da. Soll ich das nochmal schreiben? Ah, warte mal. Wie die jetzt wieder weiterheben würde, oder? Man kann ja hier nur Schrittgänge machen, ne? Gott, scheiße. Ich weiß ja nicht, wie hart man das versauen kann. Okay. Ich gebe jetzt hier einfach mal Sick ein. Ich erkenne da tatsächlich jetzt keinen. Okay. Ist jetzt wirklich so leicht? Na okay, ich meine, wir spielen ja auf Medium, ne? Ich glaube, Puzzle-Schwierigkeit ist auch Medium. Das könnte ja bei dem Puzzle wahrscheinlich richtig schwer ans Gewicht fallen, denn. Aber sowas wird mir auch tierisch auf den Sack gehen. So, jetzt haben wir Gewicht. Ja, jetzt bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig als die Abkürzung zu nehmen, die wir gerade freigeschaltet haben. Dann hier schnell runter. Alles ignorieren, was da so kreucht und fleucht. Was? Was soll denn die Scheiße jetzt? Was ist auf? Ah. Das geht ja gar nicht. Weil die Tür ja wieder verschlossen ist. Ah. Gab es denn hier einen zweiten Weg nach unten? Boah, das wäre jetzt ja richtiger Mist. Mach das an! Ich hab Angst! Da müssen wir nur hin.
Ich möchte einfach nur hier runter. Ey, ist das doof. Wozu schalte ich denn hier so eine Abkürzung frei? Wenn man mich ja eh nicht lässt. Das ist doch für ein Quark. Okay. Ich hätte jetzt auch gedacht, also es wäre jetzt von mir aus okay gewesen, wenn die Türen einfach offen bleiben, die man bereits einmal entriegelt hat. Na gut, dann Alternativwege. Das war schon wieder falsch. Wir müssen nämlich hier rein. So, und dann geht's jetzt hier richtig rund, oder? Wohnmobil. Wie lange das her ist. Könnten wir auch mal überschreiben. Üt. So. Das letzte, was uns fehlt, ist die komische Taube, right? Dann hämmern wir jetzt erstmal alles rüber hier. Putz. Und. Putz. Taube ist offen. Frage ist jetzt nur, wo ist diese Tür? Wir hatten den Eber. Todeskammer. Sind wir auch noch nicht drauf gestoßen? Wie kommen wir hier hin? Hier wird wieder ruhig rumgekrabbelt. So, das ist ja dann wahrscheinlich quasi unser Finale, ne? Wenn wir wissen, wie es weitergeht, finden wir da den Hebel. Das ist ja jetzt bitter, das ist ja auch auf keiner Ebene verzeichnet. Entweder bin ich wirklich dran vorbeigelaufen. Dann ist er weg. Hier unten war der Unschweiter. Oder guck mal, hier ist die Taube. Er ist also der Kerler. Oh, oh, hier sind bestimmt die guten Fälle. Haben sie sich extra aufgehoben. Klasse. Boah, stell dir vor, du bist hier untergebracht. Ey, wenn du da keine Puschen mit zubekommst, hast du ganz kalte Füße. Hast du kalte Füße, ist hier kalt. Hier gibt's noch keinen Einlass. Mit Schienen. War einer künstlerisch aktiv. Ein brennender Mann. Burning Man. Zur Erinnerung an so ein altes Festival.
436 Zuschauer bei einem Konzert. Guck mal, der oben, ganz oben die Zeile, im zweiten Kreis, der ganz linke, der hat Erregung, oder? Ist hier sonst irgendwo zu erkennen? Das ist ganz klar, das ist eine Heldin hier. Liegende Frau. Oder starke Rückenhaare. Die Fellfrau. In Ordnung. Sonne Schloss, ey. Wir machen jetzt hier richtig Matratzenprüfung. Die werden sie umgucken. Ist aber zu sehen? Da liegt ein Gewicht drin. Brauche ich noch Gewichte? Ein Zettelchen. Was ist das denn für eine Zelle? Hinlegen. Holla Radio, ey. Dann lasst den Quatsch, wenn ihr keine Lust habt. Ich würde mal interessieren, ob das eine Rolle spielt, ob du ein Holzbrett hast oder dieses Stahlrohr. Ich meine, es wird ja sowieso ersetzt, ja, aber... Okay, hier geht's hoch. Mhm. Das ist jetzt aber wieder, genau, Takt B, Shortcut, brauchen wir aber nicht. Wenigstens mal einer, der funktioniert. Ladies. Hier lang sneaken. Hätte er so diese quietsche Tonschuhe anhaben. Nächste war das schon. Ja, aber wichtig ist genau einfach das Bein zu treffen oder ob die Kniescheibe manchmal... Ich treffe das Bein.
Die hat jetzt gleich abgekniet. Da habe ich aber auch wirklich direkt das Knie getroffen. Bei ihr hatte ich das Schienbein. Sie hat weitergemacht. Können wir mal versuchen, weiter zu erforschen. Einfach damit wir harte Silent Hill Profis werden. Die hört. Ich habe keinen Platz mehr zum Schlafen. Ah, jetzt sind wir in der... Nee, doch nicht. Doch, wo wir von Uwe durchgucken konnten, oder? Aufgrund der jüngsten Gewalttätigkeiten zwischen den Insassen wurde der Gefangene zu 139 in Einzelhaft in Zelle F6 verlegt. So, who is F6? Da hinten. Ah, stimmt, das ist das, wo wir... Darf ich denn F7 auch noch aufmachen gleichzeitig? Das sind ja die beiden, wo wir nicht rein konnten, richtig? Ah, F7 ist im Hintern, aber vielleicht kann man... Ob das jetzt schlau war, weiß ich nicht. F7 geht leider nicht. Wir müssen jetzt... Das ist aber auch hart, ey. Die kann sich halt nicht hinsetzen, ne? Ich war ihn dann hinlegen. Oder du musst halt Technik entwickeln. So, das F6, das ist... Steht der hier noch oder warum geht der nicht auf? Okay. Es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich konnte nicht zulassen, dass sie dich mitnehmen. Und jetzt bist du... Du bist immer noch dort, oder? Geständnis. Leichteres Gewicht. Sind sie jetzt fertig hier draußen? Oh, ich häng schon wieder. Ich werd hier gemobbt im Gefängnis. Ihr fiesen Schweine. Okay, aber ein leichteres Gewicht. Ich hab ja jetzt auf den Hebel gehofft hier. Oder was? Kann ich die hier aufmachen eigentlich? Kurz mal unmotiviert jetzt so rum, geht nicht. Na gut, meine Freunde, ich muss jetzt Kinder einsammeln. Es klingt so falsch, wenn man das so sagt, oder? Naja, ihr wisst, was ich meine. Und dann müssen wir mal gucken, nächste Folge. Ich habe ja jetzt, wie gesagt, auf dem Hebel gehofft. Dieser Wunsch
wurde mir nicht erfüllt. Mal gucken. Also es gab ja auch keine weitere Option an der Waage, ne? Das mache ich falsch schon wieder. Ich probiere mal rum. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Silent Hill 2 wieder. Oh, jetzt regnet es hier. Also so richtig falsch sein können wir schon mal nicht. Es ist hier wie in Hogwarts. Die Decke ist verzaubert. Okay, Leute. Haut rein. Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.